Gibt es weitere Fragen? Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, gibt es wieder Zivilisten bei der Polizei? Das ist auch zur Zeit lang Problem. Also, wir haben insgesamt eine rückläufige Zahl an Zivildienern und versuchen die Zivildiener dort zum Einsatz zu bringen, wo sie sozusagen insbesondere zum Erhalt der sozialen Sicherheit vonnöten sind. Also das ist ein bisschen ein Problem, was wir haben, weil einfach die Zahl rückläufig ist, aber der Bedarf in Wahrheit steigt. Ja. Also wenn Sie ans Rote Kreuz und Ähnliches denken, und das Ziel ist natürlich die Polizei, dort. Ja, Sie waren Zivildiener. Bei der Polizei? Ja, das war schon länger her, ne? Ja, aber ja. Ja. Nein, also das ist nicht unsere primäre Stoßrichtung. Aber es war ein Konflikt, ja. Gibt es eine Erklärung, aus welchen Gründen welche Leute und wie viele und aus welchen Milieus in die Drogenszene gleiten? Weil dann könnte man politisch etwas steuern, dass man den Markt vielleicht so ein bisschen zurücknehmen könnte, wenn man sich das anschaut, wer ist da drinnen in dem Milieu, wer braucht Drogen? Es gibt jetzt mal X-Verhebungen von Ihnen, Also ich glaube, da sind nicht jetzt wir die zuständige Behörde, die das zu erheben hat, sondern das ist eher ein Bereich, der das Gesundheitsministerium und ähnliche betrifft. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass es dort diese Erhebungen gibt. Letzten Endes, sage ich mal, die Motive sind die eine Sache, da sind wir im Bereich der Prävention drin, dort passiert ohnehin, aber da, wo wir dann zum Einsatz kommen, ist dann der Bereich, wo es um die Repression geht und um den unmittelbaren Schutz. Ja, natürlich muss es, aber wir werden, und da muss man auch Realist sein, wir werden aufklären können und wir werden Präventivarbeit leisten können, so viel wir wollen. Es wird immer wieder Personen geben, die dann trotzdem in die Abhängigkeit geraten und wir werden damit, ja, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Deswegen tun wir ja auch sehr viel, deswegen tut auch das Gesundheitsministerium sehr viel. Eine Frage, die man sich stellen wird müssen, kann man auch politisch diskutieren, ist, ob es eine sinnvolle Regelung ist, dass ich quasi den ersten kleinen Drogenkonsum, den jemanden begeht, de facto straffrei stelle, weil ich sage, na gut, jetzt führst du ja mal eine Zeit lang ordentlich, dann kontrollieren wir das quasi über die Gesundheitsbehörden noch einmal nach und damit hast du keine Verwarnung, ob das nicht sozusagen der berühmte eine Schuss frei zu viel ist, der dann viele dazu verleitet, weiterzumachen. Das ist eine Debatte, ich kann sagen, das könnte man mal diskutieren, ob das nicht ein Impuls in die falsche Richtung ist. Weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Sie haben erwähnt, Herr Minister, dass Sie sich von gewissen kontrollatischen Verpflichtungen herausnehmen wollen. Wie stellen Sie sich das genauer vor? Können Sie das ein bisschen näher erklären? Naja, wir haben ja jetzt diese Fälle, wo Leute, die als IS-Kämpfer tätig sind, die ausgereist sind, manche haben sie auch öfters versucht und dann sozusagen nicht irgendwo in einer Hochphase des Islamischen Staates dann geläutert zurückgekommen sind und oder sich geläutert an uns gewendet hätten und gesagt haben, meine Güte, ich bin da irgendwo der falschen Ideologie aufgesessen, sondern sie sitzen halt jetzt in irgendwelchen Lagern, weil sie erwischt worden sind und weil es diesem Projekt auch militärisch an den Kragen geht. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann diese Rühr- und Tränengeschichten höre, dann macht mir das nicht weich, sondern dann macht mich das wütend, die diese Leute auftischen, weil es ihnen jetzt offensichtlich darum geht, unter den Schutz desjenigen Rechtsstaates zurückzuflüchten, dem sie vorher den Krieg erklärt haben. Da stehen wir natürlich in einem gewissen Dilemma, aber ganz ehrlich gesagt, kann mir niemand erklären, und wir haben die rechtlichen Möglichkeiten, das zu ändern, dass wir irgendetwas in Bewegung setzen müssen, um diese Leute aktiv dort herauszuholen. Das tun wir nicht. Ich habe auch mit anderen Ländern gesprochen, die halten das ganz genauso, weil es unverantwortlich wäre, eigene Ressourcen sozusagen dafür einzusetzen, um tickende Zeitbomben ins Land zu holen. Und deswegen braucht es diese Änderung des Konsulargesetzes, weil die österreichischen Staatsbürger ja ein Anrecht darauf haben, dass ihnen in bestimmten Situationen im Ausland geholfen wird, Notsituationen, Krisensituationen, Ähnliches. Aber das soll nicht für diejenigen gelten, die ins Ausland gereist sind, um sich dort als Terroristen zu betätigen. Das ist ja geradezu absurd. Herr Minister, Sie haben ja vorher die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Graz gelobt. Sehen Sie da signifikante Besserstellungen im Bereich auf Kriminalität, aber auch auf Aufklärung, etwa in Graz im Vergleich zu Wien, wo ja die Zusammenarbeit nicht so gut offensichtlich ist? Na, wer sagt Ihnen, dass die Zusammenarbeit mit Wien nicht? Ich bin auch dort bemüht um eine gute Zusammenarbeit. Ne?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir insgesamt in unserer Arbeit natürlich auch, und das alles im größten Einvernehmen mit der jeweiligen Landespolizeidirektion, einen Schwerpunkt auf die Ballungsräume setzen. Das ist natürlich notwendig, weil dort die Kriminalitätsentwicklung eine besondere ist, dort die Herausforderungen eine besondere sind. Im Grunde genommen funktioniert das sehr, sehr gut in der Steiermark insgesamt. Wie Sie ja wissen, haben wir einen Rekordwert, was die Aufklärung betrifft, mit 56%. Das ist der höchste Wert, den wir in den letzten 10 Jahren gehabt haben. Und gleichzeitig haben wir einen Rückgang von 13% bei den Anzeigen. Ich glaube, dass das ein Trend ist, der sich auch im Wesentlichen oder in vielen Bereichen der Entwicklung in der Stadt Graz durchaus verdankt. Es gibt aber einzelne Ausreißer. Ja? Die Drogenproblematik ist eine solche, und der zweite Bereich, sage ich auch ganz ehrlich, der mir Sorge bereitet, ist die ganze Entwicklung im Bereich der Cyberkriminalität, weil sich hier ein völlig neues Feld auftut, wo wir sozusagen sehr gefordert sind, hier entsprechend auch nachzuholen und nachzurüsten. Und das ist auch eine unserer Schwerpunktsetzungen im Bereich der Kriminalarbeit. Danke. Sie haben über die Quantität des Polizeiapparates gesprochen. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität? Stichwort Aufnahmekriterien. Ja, also ich bin ja froh für diese Frage, weil mich das schon maßlos ärgert, dass man so tut, als ob wir irgendetwas bei der Qualität gesenkt hätten. Wir haben überhaupt nichts bei der Qualität gesenkt, sondern wir haben einfach diesen Auswahlprozess kundenfreundlicher gemacht. Man hat da mit einem System, sowohl was die Durchführung betrifft, als auch was die Punkte betrifft, gearbeitet, dass ich weiß nicht, woher kommt und das letztendlich irgendwo nicht mehr auf der Höhe der Zeit gewesen ist. Und wenn ich heute sage, ich kann einen Leistungstest auf einem Fahrradergometer machen, bin damit wetterunabhängig und muss nicht mehr irgendwo einen Sportplatz suchen und schauen, dass das Wetter einigermaßen stimmt, dann ändert es nichts an der Genauigkeit der Messung. Ich würde sagen, die ist sogar noch genauer, wenn es um die Leistungseinstufung geht, als wenn ich dort die unten am Sportplatz irgendwo rennen muss. Also da haben wir sozusagen den Servicecharakter für die Leute verbessert, unter Einbringung modernster sportwissenschaftlicher Erkenntnisse, zum Beispiel gerade im Bereich der Leistungstests, und nichts an Qualität verloren. Und noch etwas, weil öfters herumgeredet worden ist wegen dem Schwimmtest. Ja, man muss uns nachweisen von einer dafür autorisierten Stelle, dass die Fähigkeit des Schwimmens gegeben ist. Aber wir lassen ja nicht jeden, der zur Polizei kommt, bei uns den Führerschein noch einmal machen, sondern wenn der mit einem Führerschein kommt, ja, von der zuständigen Stelle, dann glauben wir ihm, dass er Auto fahren kann. Ja, also, und genauso, und wenn jemand ein Maturazeugnis hat, muss er bei uns die Matura auch nicht noch einmal nachmachen. Und genauso ist es zu verstehen. Und bei den Qualitätsstandards haben wir überhaupt nichts gesenkt. Ganz im Gegenteil, Rechtschreibkenntnisse, Grammatikkenntnisse, das ist unverändert hoch, und das ist auch notwendig, weil letzten Endes die genaue Erfassung und Protokollierung und so weiter bei diesen Einsätzen ja auch dann das Basismaterial dafür ist, dass eine entsprechende strafrechtliche Verfolgung dann auch stattfinden kann. Da sind wir den Polizisten schuldig und das sind wir der Bevölkerung schuldig. Und ich habe mir, wo diese Debatte angefangen hat, einmal angeschaut, die Punktezahlen im letzten Jahr im Vergleich zu den Jahren zuvor, und es ist fast in jedem Bundesland so, dass der Schnitt bei den Bewerberinnen und Bewerbern, was die durchschnittlichen Punkte betrifft, gestiegen ist und nicht gesunken. Also das ist immer so ein bisschen ein Versuch des Polizeibashing, und das möchte ich wirklich schärfstens zurückweisen. Ist auch die Zahl der Bewerbung mit über 20% gestiegen? Ich nehme mal an, dass die sozusagen, dass die eine Komponente sind, die auch ansteigt, wenn die Zahl der Bewerber insgesamt ansteigt. Ich freue mich auch darüber, wenn es diese Leute gibt. Das ist durchaus auch ein Gewinn, wenn jemand diesen Migrationshintergrund hat, aber wir werden dafür keinen Bonus geben, um es einmal so zu formulieren. Dann wollte ich zu den Zahlen, aber zum Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, 123 Netto-Zuwachs in der Steiermark. 123, glaube ich. Nein, das kann ich nicht sagen, aber ich treffe heute am Nachmittag auch den Herrn Landespolizeidirektor. Der verwaltet jetzt quasi diesen Pool, natürlich auch in Rücksprache mit uns, und wir werden schon schauen, dass die dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Ne? Das heißt einmal auf den BIs, in den Polizeiautos und dort natürlich, wo die Kriminalitätsproblematik am ausgeprägtesten ist. Das ist unsere Vorgabe. Also nicht irgendwo hinterm Schreibtisch.
Sind für Graz auch Waffenverbotszonen angedacht? Naja, die Möglichkeit, Waffenverbotszonen einzurichten, die besteht. Das ist eine Frage dann der politischen Einschätzung, ob man die Notwendigkeit als gegeben sieht oder nicht. Aber das Instrument ist vorhanden, da will ich mich gar nicht einmischen in diejenigen, die dann die Lagebilder in Graz sozusagen aus nächster Nähe wohl am besten einschätzen können. Das heißt, das könnte die Stadt so ordnen? Das könnte die Land... Die Land. Ja, die zuständige Sicherheitsbehörde, aber natürlich ist das ein politisches Thema auch. Nicht? Also wenn ich mal sage, ich stelle hier gehäuft eine größere Problemlage fest und ich sehe in der Waffenverbotszone ein geeignetes Instrument, dann kann das die Sicherheitsbehörde tun und ich gehe mal davon aus, dass das immer auch in Abstimmung mit den politischen Verantwortungsträgern passiert. Möchtest du Waffenverbotszonen? Dann kann man das ist eine Frage, die man mit einem Polizeikommando zu besprechen hat. Wenn die Lage so einschätzen, dass das notwendig wäre und sinnvoll ist, selbstverständlich würden wir das unterstützen. Ich sage nur eines dazu, weil wir diese Debatte dann auch geführt haben und ich glaube in Graz ist das dann auch so. Das führt ja dann bei manchen sehr schnell dazu, dass man der Polizei dann wieder rassistisches Vorgehen und ähnliche Dinge vorwirft. Auch das möchte ich schärfstens zurückweisen. Also wir werden schon die Leute kontrollieren, wo wir glauben, von denen geht eine Gefahr aus. Und das wissen wir halt auch aufgrund unserer Statistiken. Und ich habe Ihnen einige Nationalitäten auch genannt. Wir werden nicht die alte Oma dann kontrollieren, die durch den Stadtpark spaziert, weil die wird wahrscheinlich dort nicht mit Drogen dealen. Das wäre eine Vergeudung von Ressourcen. Und deswegen muss man sich dann genau anschauen, wo man die Ressourcen auch zum Einsatz bringt. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern es ist einfach effiziente Polizeiarbeit. Okay. Eine Frage, erstens, was verstehen Sie unter Cybercrime? Und die zweite Frage wäre, Sie führen jetzt gerade die Pferdepolizei ein, wird es langfristig auch in den Bundesländern Einheiten geben, respektive welche gesetzlichen Änderungen muss die Polizei jetzt noch quasi erwirken, damit die Pferdepolizei auch eingesetzt werden kann? Ja. Wir fangen von hinten an. Wir haben jetzt einmal gesagt, wir machen einen Testbetrieb. Ja. Den machen wir für Wien und dieses Projekt ist jetzt einmal auch ausschließlich für Wien geplant. Das nimmt einen guten Verlauf. Und dann werden wir mal schauen, ob sich das, was wir uns davon erwarten, dann auch in der Praxis einstellt. Die Überlegungen oder die Erkundungen, die wir gemacht haben in anderen Städten, wo wir uns das angeschaut haben, München zum Beispiel, ja, veranlassen mich zur Hoffnung, dass das ein Projekt sein wird, das sich am Ende dann auch als sinnvoll herausstellt. Und dann werden wir das aus einem Probebetrieb in einen Regelbetrieb übernehmen. Und wenn ich von Cybercrime spreche, vielleicht sind Sie da mehr der Experte, aber für mich ist es relativ einfach, dass ich eigentlich damit meine, die Verlagerung von klassischen Verbrechensformen in den Raum, in den virtuellen Raum. Die Drogendealerei ist ein klassisches Beispiel dafür. Wir kennen das in der Art und Weise, dass man sagt, da steht der Dealer und dann gibt es den Verkauf, aber wir vergessen, dass sich im Bereich des Darknet hier eine völlig eigenständige Szene entwickelt. Das ist wie beim Buchhändler. Nicht? Früher ist man dorthin gegangen und hat das Buch gekauft, heute bestellt man es bei Amazon. Und genau gleich ist diese Verlagerung auch im Drogenbereich und viele, viele brauchen gar keinen Dealer mehr, sondern die lassen sich das auf den Postweg zukommen und das stellt uns natürlich vor bestimmte neue Herausforderungen, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit einer engeren Kooperation mit den Zollbehörden, Schwerpunktaktionen auf Flughäfen, Postverteilerzentren etc. Also das heißt aber nicht, dass Sie zum Beispiel unter Cybercrime verstehen Mediendelikte wie Fake News Verbreitung oder Hass? Naja, im Grunde genommen können Sie es auch darunter subsumieren, aber eigentlich sind es klassische Delikte, die halt nicht in Form eines Stücks Papier stattfinden, sondern dann halt im virtuellen Raum. Ja. Ich hätte noch gerne gewusst zum Thema Verstaatlichung des Asylwesens. Das geht ja halt in Begutachtung. Was erwarten Sie sich jetzt von dieser Bundesagentur? Naja, ich erwarte mir, oder sagen wir es einmal so, wer verfolgt insbesondere im Betreuungsbereich welche Interessen? Da kann ich guten Gewissens sagen, dass der Staat keine Geschäftsinteressen verfolgt, sondern wir wollen dort nur kostendeckend arbeiten. Unser Interesse ist es, dass wir die Rechtsstaatlichkeit zwar in allen Bereichen absolut absichern, aber dass wir nicht haben wollen, dass uns irgendjemand auf der Nase herumtanzt, dadurch, dass man schon fast in Manier der Schlepper
paar Verfahren verschleppt. Ja? Das kostet alles einen Riesenhaufen Zeit, kostet einen Riesenhaufen Geld und hier wollen wir den Prozess dann einfach straffen. Und dafür ist diese Agentur ins Leben gerufen und ich glaube, das wird einen sinnvollen Beitrag leisten, weil wir damit eine engere Führung des gesamten Verfahrens erreichen können, weil die Stellen damit befasst sind, enger miteinander kooperieren, weil wir damit Zeit gewinnen, weil wir damit Kosten sparen. Deswegen ist das sinnvoll. Und wenn Sie jetzt noch Kostenschätzungen fragen, heute waren in den Medien, glaube ich, Zahlen, wenn es um die Frage der Rechtsberatung geht, von etwa 2 Millionen. Das ist aber nur die Komponente der Rechtsberatung. Sie haben auch die Versorgungskomponente drinnen. Das, was jetzt diese Firma ORS auch macht, wenn wir das sozusagen in diese GmbH nehmen und nicht mehr gewinnorientiert machen, errechnen wir uns dort auch ein Einsparungspotenzial von einigen Millionen Euro pro Jahr. Und ich glaube, dass das Sinn macht, das aus diesen Gründen auch in die hoheitliche Verwaltung hineinzugeben. Und ich will ehrlich gesagt auch von Anfang an eine Rechtsberatung in Kombination mit einer Rückkehrberatung und nicht den Versuch, den Menschen falsche Hoffnungen zu machen und am Ende stehen dann alle da wie begossene Pudel, weil das herauskommt, wo jeder von vornherein eigentlich schon sagen hätte können, dass das das Ergebnis sein wird. Und wir sehen bei den Rechtsberatungen bestimmter NGOs, die sich heute eh zu Wort gemeldet haben, einfach eine signifikant höhere Quote an Verfahren in der zweiten Instanz als bei anderen. Ich sehe, dass in der Schweiz die Quote von Verfahren in der zweiten Instanz, also von Einsprüchen bei 20% liegt, in Österreich liegt sie bei 70% und das muss einen Grund haben. Ja? Und ich glaube, dass eine Motivation natürlich auch Geschäftsinteressen von Beteiligten sind und die haben wir nicht und deswegen glaube ich, dass das eine saubere und solide Lösung ist. Die Rechtsberater agieren unabhängig und weisungsfrei, aber trotzdem im Verbund mit den Dolmetschern, mit den Rückkehrberatern. Das ist alles unter einem Dach und das garantiert, dass die Räder ineinander greifen und wir nicht hinter jedem Einzelnen nachlaufen müssen. Wenn wir ganz kurz nachfragen, also gibt ja jetzt bestehende Verträge, zum Beispiel mit dieser ORS, sind die so leicht zu lösen oder sind die sehr langfristig, wie schaut's denn da aus? Also wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte des kommenden Jahres diese Aufgabe von der ORS übernehmen können. Das wird dann quasi der erste Schritt sein, den wir setzen und ab 1.1.21 ist es dann das übernächste Jahr, dass wir dann quasi alle Komponenten dieser Agentur dann auch im Vollbetrieb haben. Das geht Schritt für Schritt, deswegen brauchen wir jetzt einmal die gesetzliche Grundlage. Auf Basis der gesetzlichen Grundlage geht es dann in die Fragen von Ausschreibungen, Bewerbungen etc. etc. Und das hat halt alles auch einen Vorlauf und der Zeitplan schaut so aus, wie ich Ihnen es gerade dargestellt habe. Ich würde gerne wissen, wie viele Waffen in privater Hand in Graz sind. Gibt es da Zahlen? Also wegen Waffenverbot, weil das wäre interessant. Und vor allem auch die Kriterien, weil ich kenne sehr viele Alkoholkranke, die auch Waffen besitzen, weil das ist auch schwierig. Welche Kriterien gibt es da? Die Zahl wird es geben, aber keiner von uns beiden, die da sitzen, kann das jetzt beantworten. Man muss nur wissen, also zum einen haben wir gerade ohnehin entsprechende Verschärfungen auch im Waffengesetz vorgenommen, in Umsetzung einer EU-Waffenrichtlinie, wo wir gerade sozusagen auch diese Möglichkeit, da endlos viele Testwiederholungen zu machen im Vorfeld, bevor man so eine Waffenkarte bekommt, wo wir das eingeschränkt haben, und zwar stark eingeschränkt. Und zum Zweiten muss man wissen, es gibt ja regelmäßige Kontrollen. Der Waffenbesitzer bekommt ja regelmäßig auch Besuch von der Sicherheitsbehörde und die schauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, wenn dort jemand sehr verhaltensauffällig ist als Alkoholiker, dann wird man auch gegebene Entzugsmaßnahmen im wahrsten Sinne des Wortes einleiten müssen. Ne? Eine Frage zur Polizeieinheit Puma. Wie hat sich die schon bewährt bei der Unterschreibung? Die Polizeieinheit Puma hat sich bewährt. Ich glaube, wir haben in der Steiermark, wenn ich richtig informiert bin, ich bin jetzt keine wandelnde Datenbank, aber soweit ich informiert bin, haben wir 3 Züge Puma. Wir haben ja diese Dinge im letzten Jahr auf den Weg gebracht und wir haben im Zeitraum September 18 bis Februar 19 134 Einsätze dieser Puma-Einheiten gehabt, Straßen, Landstraßen, Bundesstraßen, Autobahnen, 30 Einsätze in Zügen.
mit über 7000 Fahndungsabfragen, festgestellten 324 Verwaltungsübertretungen verkehrspolizeilicher Art, fremdenpolizeilicher Art, 21 Festnahmen, 18 davon nach dem Fremdenpolizeigesetz, Sicherstellungen von Waffen, Suchtmitteln, gefälschten Dokumenten etc. Also das ist ein Instrument, das sich bewährt, schon in der jetzigen Situation. Und ein wesentliches Moment, warum wir das Ganze eingerichtet haben, ist, dass wir ja dann, wenn noch einmal eine ähnliche Situation wie 2015 auf Österreich zukommen sollte, dann sehr, sehr rasch eine speziell ausgebildete, in diesem Bereich ausgebildete Grenzschutzeinheit polizeilicher Art an der Hand haben. Und auch das ist mit Puma gewährleistet. Es ist geplant, dass man diese Einheit aufstockt? Oder also in Österreich, österreichweit sind es, es ist schön, dass ich hier mit habe, in österreichweit sind es knapp über 1300 und das ist schon eine Anzahl, mit der man schon ordentlich etwas bewerkstelligen kann, weil man ja weiß, dass jeder von diesen 1300 dann ein echter Spezialist in diesen ganzen fremden polizeilichen Angelegenheiten auch ist. Ich darf mich für Ihre Fragen bedanken. Wir werden jetzt die Pressekonferenz beenden. Danke. Und wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich habe gewusst, warum wir da hin sind. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.